Heute machen wir weiter mit Kapitel 8 Anwendung. Und wie Sie sehen können, habe ich sieben verschiedene Anwendungen mitgebracht. Das reicht von der Digitalisierung historischer Gebäude zu hoheitlichen Vermessungen, zum Building Information Modeling, Zustandsdokumentation von Keimmauern, Reverse Engineering, der Deformationsanalyse von Radioteleskopen bis hin zum Geomonitoring alpiner Soliflexion. Diese Beispiele sollen Ihnen suggerieren, dass das Anwendungsspektrum von terrestrischen Laserscannern sehr, sehr breit ist und dass Sie damit verschiedenartige Aufgaben lösen können. Diese Beispiele reflektieren natürlich nicht die Gesamtheit all der Breite, die ich mit Laserscans abdecken kann, aber sie zeigt Ihnen schon verschiedene Komplexitäten von Anwendungen. Und neben diesen Anwendungen dient das Kapitel auch dazu, Ihnen zu zeigen, ja, welche Methoden man anwenden kann und wieso der Ablauf ist der Auswertung basierend auf den Dingen, die Sie bisher in der Vorlesung kennengelernt haben. Weil all diese Dinge werden hier an der einen oder anderen Stelle eine Rolle spielen. Zum Beispiel, wie bestimme ich den Standpunkt? Wie modelliere ich jetzt die Fläche des Laserscans und so weiter? All diese Aspekte werden eine Rolle spielen. Sie sollen Ihnen zeigen, wie auch in der Praxis die bisher gelernten Dinge Anwendung finden. Basierend auf der heutigen Vorlesung habe ich zwei Lernziele als Fragen formuliert, die Sie am Ende imstande sein sollten zu beantworten. Warum ist das Anwendungsspektrum terrestrischer Laserscanner sehr breit? Und auf welche Arten und mit welchen Methoden können Sie Laserscanning-Projekte planen, realisieren und auswerten? Ich fange an mit dem Kapitel 8.1 Digitalisierung historischer Gebäude. Viele dieser Abschnitte werden auf Studienarbeiten basieren, die ich im Folgenden vorstellen werde. Und hier rechts steht dann immer bei, wer der Verfasser dieser Studienarbeit ist. Hier handelt es sich zum Beispiel um die Bachelorarbeit von Alexander Schlürscheid. Okay, die Anforderungen, die wir haben: Wir wollen ein historisches Gebäude digitalisieren und das Ziel ist, dass wir historische Details konservieren wollen. Es geht also darum, historisch relevante oder ästhetisch ansprechende Objekte aufzunehmen. Und da gibt es ja immer lokale Details, wie irgendwelche Verzierungen zum Beispiel. Und hier ist oft die Aufgabe, dass man diese Details halt konserviert, dass also sowohl lokale Details in der Punktwolke nachher sichtbar sind, als natürlich auch das Gesamtheit des Gebäudes. Es geht hier also hauptsächlich um Vollständigkeit, sodass man also diese Dinge konserviert für die Nachwelt. Das Ziel ist eigentlich die Erstellung einer Punktwolke X, Y und Z und in der Regel noch eine Farbinformation RGB und eine Intensität natürlich auch, sodass man auch die Farbwerte sieht. Und die Genauigkeit ist eher von untergeordneter Rolle, weil es wirklich um die Vollständigkeit eher geht und um die Details und nicht darum, ob wir jetzt von einem Millimeter reden oder 5 mm, absolut Genauigkeit oder Relativgenauigkeit. Man soll halt die Details erkennen können. Gucken wir uns mal an, um welches Gebäude es geht. Es geht um das Geografische Institut der Uni Bonn. Das ist jetzt ein Beispielobjekt, was aufgenommen wird als historisches Gebäude. Es können natürlich auch jedes andere mögliche historische Gebäude sein oder sonst irgendwelche Gebäude, die Informationen haben, die irgendwie gesichert werden sollen. Okay, womit fängt so ein Projekt an? Natürlich fängt es damit an, dass man plant, wo stellt man sich denn hin, von wo misst man und gegebenenfalls auch, wo stellt man die Zielzeichen hin, je nachdem, wie man registriert. Sie sehen jetzt hier die Aufsicht auf das Geografische Institut, das jetzt hier die Rolle spielt. Und Sie sehen hier einmal, hier ist das Gebäude. Sie sehen hier, es gibt so mehrere Innenhöfe. Und das Ziel ist jetzt halt, dieses Gebäude recht vollständig aufzunehmen. Und im Vordergrund stand hier die Außenfassade und dann wurde hier noch ein Innenhof mitgenommen. Die anderen Innenhöfe konnten nicht betreten werden. Und Sie sehen schon hier, in grün sind die Standpunkte, die geplant wurden, in rot sind die Zielzeichenpunkte. Das heißt, was hier gemacht wurde, es wurde sich dafür entschieden, sowohl zielzeichenbasiert zu registrieren, als auch punktwolkenbasiert, also mit dem ICP oder mit einer ebenenbasierten Registrierung. Das Ziel war, die verschiedenen Verfahren zu kombinieren, sodass man nachher wirklich ein schlüssiges Gesamtkonzept hat, weil es gibt Bereiche, wo man weniger gut mit Zielzeichen arbeiten kann. Und es gibt aber auch Bereiche, wo sich Zielzeichen recht effektiv einsetzen lassen, weil dann halt der Überlappungsbereich gering gehalten werden kann zwischen den Standpunkten. Das haben wir alles besprochen. Also was rauskommt, sind hier diese Standpunkte. Sie sehen, das sind eine Menge Standpunkte. Das liegt einfach daran, je öfter ich vor dem Objekt stehe, also je näher ich dran bin, desto mehr Details sehe ich hier, auch natürlich abhängig von der Auflösung.
Aber mit diesen Standpunkten wurde sich für eine sehr, sehr gute Abdeckung entschieden und so konnten halt auch die gewünschten Details aufgenommen werden. Und Sie sehen jetzt hier die Zielzeichen, die halt für die zielzeichenbasierte Registrierung genutzt wurden. Aber zusätzlich wurde, wie gesagt, auch nur noch eine punktwolkenbasierte Registrierung gewählt. Links ist eine Aufsicht, rechts ist ein Luftbild dazu, wo wir jetzt halt tatsächlich alle Punkte hier sehen. Der nächste Punkt ist jetzt, wir haben hier ein paar Impressionen von der Messung selber. Sie sehen, es gibt hier auf Hochflächen wurde gemessen, um das Objekt aufzunehmen. Dann gibt es hier aber auch so schmale Bereiche und wie Sie sich hier vorstellen können, ist das mit der Registrierung schon schwieriger. Dass wenn wir hier Zielzeichen nehmen, dann sehen wir oft nur wenige Zielzeichen. Das heißt, wenn man hier große Überlappung zwischen den Standpunkten wählt, kriegt man das wahrscheinlich besser hin. Sie sehen hier auch so ganz steile Sichten in Innenhöfen. Hier wurde zum Beispiel durch den Eingangsbereich durchgemessen und hier sehen wir auch so einen Innenhof, wo drin gemessen wurde. Was dann rauskommt, sind ja die Punktwolken der einzelnen Standpunkte. Und jetzt ist, wie gesagt, die Aufgabe, diese Standpunkte zu einer Gesamtpunktwolke zu registrieren. Und dafür, wie gesagt, wurden verschiedene Verfahren angewendet. Sie sehen hier einmal, dass Zielzeichen verwendet wurden. Eben haben Sie auch die Übersicht über alle Zielzeichen gesehen. Die werden also mit der Software des Herstellers genutzt. Die Zielzeichenzentren werden identifiziert und dann werden die Koordinaten bestimmt. Gleichzeitig wurde aber auch eine zielzeichenfreie Registrierung durchgeführt. Und das basierte dann direkt auf der Software on Board des Herstellers. Was hier verwendet wurde, war ein Zoller und Fröhlich Imager 5016 Laserscanner, der Laser Control als Software auf dem Laserscanner installiert hat. Und da kann man direkt mit Hilfe des Blue Workflows, wie ich Ihnen das erklärt habe, Laserscanner-Standpunkte registrieren. Und das wurde jetzt hier im Feld gemacht. Das heißt, wir sehen hier schon die Laserscans recht ausgedünnt dargestellt mit den verschiedenen Standpunkten hier. Und durch die lokale relative Registrierung zwischen den beiden Standpunkten, die ja mehr oder weniger in Echtzeit funktioniert, kann ich also schon die Laserscanner-Standpunkte zueinander registrieren, habe eine Vorregistrierung und im zweiten Schritt kann ich das dann nochmal über eine ebenenbasierte Registrierung verbessern. Das ist also die eine Möglichkeit, eine Vorregistrierung mit anschließender ebenenbasierten Registrierung. Das klappt aber wie gesagt nicht immer bei diesem Beispiel, deswegen wurde auch eine Kombination mit Zielzeichen gewählt. Das ist ein Vorgehen, was recht oft Anwendung findet bei komplexeren Gebäuden, die aufgenommen werden müssen, also mit vielen Standpunkten, ist es oft so, dass softwarebasierte oder punktwolkenbasierte Registrierungsmethoden zum Einsatz kommen, weil die halt in vielen Fällen recht effizient sind. Zusätzlich kann es aber an manchen Stellen zu Problemen kommen. Deswegen wird zur Stützung häufig noch zielzeichenbasierte Registrierung durchgeführt. Und das ist hier ein Beispiel einer solchen Kombination. Und was dann resultierend rauskommt, ist eine Punktwolke, die Sie hier sehen. Das ist erstmal kaum von einem Foto zu unterscheiden, aber das hier ist tatsächlich die Punktwolke. Und Sie sehen, wir haben hier wirklich einen sehr hohen Detailreichtum. Wir haben die Farben noch dabei, RGB. Deswegen erscheint das hier erstmal wie ein Foto. Und Sie sehen hier, alle Seiten oder viele Seiten des Instituts sind sehr gut sichtbar. Sie sehen natürlich auch, hier sind so blaue Bereiche, das sind Abschattungen. Weil wenn ich hier vor mit dem Laserscanner stehe, ist natürlich hier dieser Sockel nicht sichtbar von oben. Dadurch haben wir hier diese abgeschatteten Bereiche. Das kann man nur verhindern, zum Beispiel indem man noch weiter weg steht oder dass man erhöht steht, weil man hier diese Bereiche natürlich nur von einer schleifenden, mit einem schleifenden Schnitt quasi aufnehmen kann, weil es ja sonst von unten her abgeschattet ist. Sie sehen also hier, wenn wir einfach eine Anwendung haben, wir wollen ein Gebäude aufnehmen und wollen die Details sichern, ohne dass jetzt danach unbedingt eine Modellierung nachher ansteht, sind die Bestandteile der Anwendung, wir müssen planen, wo wir uns hinstellen, wie wir registrieren, dann müssen wir die Messung durchführen. Was ich jetzt hier ausgespart habe, ist die Bestimmung der Auflösung und der Qualitätsstufe beim Laserscanning und dann werden die Laserscans, wie gesagt, registriert zu einer Gesamtpunktwolke und das ist dann mehr oder weniger schon das Ergebnis. Komme ich zum zweiten Beispiel, zur zweiten Anwendung. Das sind hoheitliche Vermessungen. Das geht zurück auf die Masterarbeit von David Witte. Und zwar ist es so, ich habe zwei Anwendungsbeispiele für hoheitliche Vermessung mitgebracht. Das ist einmal die Gebäudeeinmessung und gleich kommt noch der Lageplan. Und wir befinden uns ja in Nordrhein-Westfalen hier.
In Nordrhein-Westfalen ist die Gebäudeeinmessung nach Paragraf 16 Vermessungskatastergesetz geregelt. Und die sagt, dass bei Errichtung von Gebäuden auf Grundstücken eine Einmessung durch die Katasterbehörde oder einen öffentlich bestellten Vermessungsingenieur durchzuführen ist. Und hierbei sind die Gebäudepunkte aufzunehmen. Die Gebäudepunkte, die den Gebäudegrundriss im Wesentlichen festlegen. Die sind nämlich in Koordinatenkatasterqualität zu erfassen. Und das sind Standardabweichungen von 3 cm der Lage, geregelt nach Paragraf 28.2.2 Erhebungserlass. Der regelt das nämlich in Nordrhein-Westfalen. Wesentliche Merkmale des Gebäudegrundrisses, das ist jetzt die Frage, was ist das überhaupt? Nun ja, das sind alle Dinge, die, sage ich mal, wenn ich das Objekt ein bisschen generalisiere, immer noch übrig bleiben. Das sind halt die grundlegenden Gebäudekanten. Was aber nicht dazu gehört, sind Vorsprünge, Nischen oder sowas, wenn die weniger als 10 cm betragen. Carports, Balkone, Becken, Behälter, Pools, Vordächer, Überdachung, Windräder, ähnliche Objekte müssen auch nicht eingemessen werden. Also es handelt sich um die wesentlichen Details eines Hauses. Jetzt ist da noch geregelt, mit welchen Messverfahren die eingemessen werden können. Und das ist das GNSS-Verfahren, also mit einem GNSS-Rover. Es sind Messbänder ohne polare Messverfahren. Paragraf 33.1.2 Erhebungserlass. Polare Messverfahren bezieht sich eigentlich auf Tachymeter, aber wir haben hier eine Anwendung, wo das einfach mal ausprobiert wurde, ob auch eine Gebäudeermessung mit einem Laserscanner durchgeführt werden könnte. Und da habe ich zwei Beispiele. Das hier ist das erste Haus, das eingemessen werden muss. Das wurde also neu errichtet. Und Sie sehen, hier ist das Einfamilienhaus. Das Einfamilienhaus hat noch eine Doppelgarage mit dabei. Das ist die Straßenseite, Vorderseite. Und hier haben wir die Rückseite. Und was jetzt die Aufgabe ist, die Kanten des Gebäudes zu erfassen. Also wir wollen diese Kante hier zum Beispiel erfassen, diese Kante, diese hier und so weiter. Hier sind jetzt schon die Kanten nummeriert, die wir erfassen wollen. Mit einem Tachymeter gehen wir jetzt normalerweise hin, stationiert sich, misst dann einfach reflektorlos die Gebäudekanten ein und die hat man dann dokumentiert. Dann macht man das in der Regel von zwei Standpunkten, auch für eine Kontrolle. Und dann ist man quasi fertig. Beim Laserscanning wäre jetzt die Idee, okay, wir scannen einfach das komplette Haus und haben dann ja verschiedene Ebenen gemessen. Wir haben die Vorderebene, wir haben die Seitenebene. Das heißt, wir könnten hier jetzt durch eine Ebene schätzen, wie ich Ihnen das gezeigt habe, Ebenen aus Punktwolken schätzen, diese und diese hier. Und die beiden Ebenen lassen wir schneiden, dann haben wir eine Schnittkante. Und diese Schnittkante können wir in einer gewissen Höhe nehmen und an dieser Höhe sagen, das ist die Eckpunktkoordinate XY, weil wir hier nur zweidimensional sind. Also wir würden einfach die Kante auf einer gewissen Höhe als Eckpunkt nehmen. Und das sieht man dann einmal hier, wir die beiden schneiden. Hier würden wir die Vorderseite und die Seite hier schneiden zum Beispiel und so weiter. Was dann rauskommt, ist ein Vermessungsriss. Sie sehen jetzt hier das Ergebnis, wenn wir einen Laserscanner dafür nehmen. Für dieses Gebäude wurde sich zum Beispiel 1, 2, 3, 4 Mal mit dem Laserscanner stationiert. Sie sehen hier den Riss, Sie sehen hier die Ecken des Grundstückes und Sie sehen hier das Gebäude, das aufgenommen wurde. Und genau wie ich das eben gesagt habe, haben wir zum Beispiel von dem Standpunkt diese Ebene hier eingemessen und diese Ebene hier eingemessen. Wenn wir hier eine Ebene durchschätzen und hier eine Ebene durchschätzen, kriegen wir diesen Eckpunkt 12 raus. Von dem Standpunkt haben wir auch die Ebene hier eingemessen. Wir haben auch die Ebene eingemessen. Wenn wir die schneiden, haben wir den Punkt und so weiter. Man kann also entweder von einem Standpunkt zwei Ebenen messen, die man schneiden lässt, oder auch von zwei Standpunkten die Ebenen messen. Man hat, wenn man identische Ebenen von mehreren Standpunkten misst, noch eine gewisse Kontrolle mit drin. Und so könnte man auch mit Laserscanning Gebäudegrundrisse erstmal theoretisch aufmessen und hier das in einem Vermessungsriss eintragen und daraus dann die Gebäudeeckpunkte entnehmen für eine Gebäudeeinmessung. Hier ist ein zweites Beispiel. Hier ist es schon ein bisschen schwieriger mit einem Laserscanner. Hier ist nämlich ein Haus. Sie sehen, das ist hier relativ verdichtet, die bauliche Situation. Wir haben hier wieder die Eckpunkte, die wir aufnehmen müssen. Hier auch wieder. Sie sehen jetzt aber hier, dass wir hier oben ein Staffelgeschoss haben.
Und dieses Staffelgeschoss muss auch mit in die Gebäudeeinmessung oder in den Fortführungsriss mit eingezeichnet werden und muss mit aufgenommen werden. Das heißt, hier oben diese Ebenen müssten auch aufgenommen werden. Das gestaltet sich jetzt zum Beispiel schon wieder schwieriger mit einem Laserscanner. Aber dennoch, wie gesagt, wir haben hier wieder Kanten, die wir aufnehmen müssen und die wir durch das Schneiden von zwei Ebenen gewinnen können. Und hier hinten haben wir noch auch so eine Situation, das ist der Gartenbereich. Und was dann hier resultiert, ist zum Beispiel auch mal zu sehen, hier haben wir das Gebäude, hier hinten haben wir noch einen Schuppen. Hierfür brauchen wir also sieben Standpunkte, um die gesamte Situation zu erfassen. Und Sie sehen, dass das hier an diesen Bereichen schon ein bisschen schwieriger war. Hier war direkt eine Mauer und hier war das Nachbargrundstück. Es war also nicht freistehend, kein freistehendes Einfamilienhaus. Es ist also schwieriger, immer genug Punkte auf Ebenen zu haben, sodass man dann die Ebene durchschätzen kann und die dann schneiden kann. Es ist dann so, dass wir, wenn wir das vergleichen mit einer Gebäudeeinmessung, mit einem Tachymeter, kommt es auch immer wieder zu großen Abweichung, das liegt zum Beispiel daran, dass wenn wir uns mal hier in der Situation vor Ort angucken, wir haben jetzt hier ein Carport, wir haben hier eine Wand und wir haben hier eine Wand und der Laserscanner würde zum Beispiel mit diesem automatisierten Vorgehen, wir schätzen Ebenen durch Wände und bilden dann die Schnittpunkte, würde zum Beispiel diesen Schnittpunkt hier finden. Wohingegen, wenn man jetzt mit einem Tachymeter manuell anzielt, könnte es sein, dass der Vermessungsingenieur diesen Punkt hier anzielt. Das ist dann halt eine Interpretationssache, was jetzt die gesuchte Gebäudeecke ist, die in einer Gebäudeeinmessung verzeichnet werden muss. Das liegt jetzt natürlich nicht an der Ungenauigkeit des Laserscanners, sondern es liegt einfach daran, dass die Interpretationsschwierigkeit hier gegeben ist, welcher Punkt ist denn überhaupt der gesuchte. Was aber wichtig ist, mit einem Laserscanner könnte man Gebäudeeinmessungen durchführen, indem dass man einfach sagt, man scannt von verschiedenen Standpunkten, genau wie man das mit einem Tachymeter auch machen würde, polar. Und dann misst man aber nicht einzelne Punkte, sondern man misst komplette Häuser ein, lässt die Gebäudewände schneiden durch eine Approximation von Ebenen und dann haben wir durch den Schnittpunkt die Gebäudeecke. Kommen wir zur zweiten Möglichkeit, Einsatz von Laserscanner bei hoheitlichen Vermessungen, ist die Erstellung eines Lageplans. Die Erstellung eines Lageplans ist in NRW nach § 3 Bauprüfverordnung festgelegt. Und in einem Lageplan soll die Topographie eines Baugrundstücks aufgemessen werden. Und Sie sehen hier eine sehr große Liste, was das heißt im Detail. Also was für Dinge sollen aufgemessen werden in einem Lageplan? Und das ist erstmal, fängt ganz einfach an, die Höhenlage der Eckpunkte des Baugrundstücks. Okay, weitere Höhenlagen des Baufeldes je nach Höhengradient der Fläche. Also, wenn wir ein stark geneigtes Grundstück haben, dann müssen wir alle paar Meter zum Beispiel, je nach Neigung oder je nach Gradient der Höhenlage, erneut Punkte aufmessen, um so das Gefälle zu dokumentieren und dann Höhenlinien in den Lageplan einzuzeichnen. Beim Tachymeter nimmt man einfach einen Lotstab und hält den dann alle nach einem gewissen Raster auf dem Boden auf und kann dann so die Höhenwerte dokumentieren. An das Baugrundstück angrenzende öffentliche Verkehrsflächen, Breite und Höhenlage von diesen Flächen, Wasserflächen, Grün- und Gartenflächen, vorhandene bauliche Anlagen, also Häuser und so weiter. Sowohl auf dem Baugrundstück als auch auf angrenzenden Grundstücken. Die Geschosszahl, First, Außenwand, Erdgeschoss, Fußbodenhöhen. Okay, wird schon ein bisschen schwieriger. Denkmäler, Bäume, Büsche, Hecken. Das heißt, wenn wir an Laserscanning denken, das hier müssen wir irgendwie extrahieren. Bord- und Randsteine, Mauern, Zäune, Böschung, Kanaldeckel, Hydranten, Wasserschieber, Gasschieber, Straßeneinläufe und so weiter. Sie sehen also, die Anforderungen eines Lageplans sind sowohl vorhandene bauliche Anlagen zu dokumentieren, als auch punkthafte Objekte, wie zum Beispiel einen Gullydeckel oder einen Hydranten. Das passiert, wie gesagt, mit einem Tachymeter eigentlich in der Regel so, dass man einfach einen Lotstab nimmt und den auf die Objekte aufhält und dann in dem Moment, wo man misst, schon im Computer einspeichert mit einem grafischen Feldbuch, zum Beispiel, das ist ein Kanaldeckel, das ist ein Gully und so weiter. Jetzt Anwendung Laserscanning. Können wir das auch mit einem Laserscanner machen? Nun ja, natürlich können wir die komplette Landschaft aufnehmen. Wir müssen jetzt nur automatisiert diese Merkmale extrahieren, sodass wir relativ automatisierten Lageplan erstellen können.
Noch ein Detail, das ist jetzt hier erstmal ein gewöhnlicher Lageplan. Es gibt auch amtliche Lagepläne, die sind bei besonderen Anforderungen erforderlich. Und dann, wenn es ein amtlicher Lageplan ist, muss das Katasteramt oder der ÖBVI die Vermessung durchführen, ansonsten nicht. Okay, Beispiele für punkthafte Objekte. Wie gerade gesagt, wir müssen also aus dem Laserscan einen Kanaldeckel, einen Hydranten, einen Wasserschieber, einen Gasschieber, einen Straßeneinlauf oder einen Kabelschlag extrahieren, weil die Bestandteile des Lageplans sind und normalerweise hier einen Lotstab drauf, am Tachymeter eingeben, das hier ist der Code für einen Hydranten und dann weiß man das direkt. Beim Laserscanning müssten wir nachträglich hier den Kanaldeckel oder den Hydranten vielmehr extrahieren. Auch hier ein Beispiel. Von diesem Grundstück hier, wo schon eine Bebauung draufsteht, sollte ein Lageplan erstellt werden. Heißt also von verschiedenen Standpunkten, das waren jetzt 11 Stück. Hier fängt es bei 1 an. Vorderbereich, linke Seite, hinterer Bereich, rechte Seite, wurde jetzt das Gebäude eingemessen und was rauskommt, ist halt diese Punktwolke hier. Also auch wieder die Standpunkte müssen so geplant werden, eben auch wie bei der Gebäudeeinmessung, dass wir möglichst viel sehen und nachher die gesuchten Details extrahieren können. Jetzt ist die zweite Aufgabe, die Lageplanelemente zu extrahieren, wie zum Beispiel den Kanaldeckel. Und hier sehen wir ein Beispiel, das kann man einfach signalisieren, zum Beispiel beim Tachymeter mit einem Prisma. Und was dann rauskommt, ist ein Lageplan, der mit einem Tachymeter erstellt wurde. Und hier sehen Sie halt gewisse Details, hier sehen Sie geometrische Elemente. Und hier sehen Sie auch hin und wieder Symbole für Gullydeckel, Symbole für Bepflanzung, Begrünung oder sonstige Dinge. Und die wurden halt einfach mit einem Lotstab bestimmt und einem Prisma. Das kommt raus, das ist auch ein Ausschnitt aus einer Punktwolke, dieser Teil hier des Lageplans, der mit einem Tachymeter erstellt wurde. Und jetzt ist die Aufgabe aus dieser Punktwolke, diese Elemente zu extrahieren. Und wie Sie sich vorstellen können, wie man das hier erahnen kann, ist das total schwierig. Es ist jetzt relativ einfach, einen Gullydeckel zu finden, sage ich mal, aber andere Objekte zu finden, ist recht schwierig, besonders zum Beispiel die Straßenkante, die hier fein säuberlich aufgemessen ist an diesen ganzen Punkten hier mit einem Lotstab, mit Tachymeter. Hier das jetzt automatisiert zu extrahieren, ist total schwierig. Was ich also sagen möchte, ist, natürlich stecken all die Informationen im Laserscan drin, jedenfalls in der idealen Welt, wenn man alles aufnehmen kann. Aber das dann automatisiert zu extrahieren, um den Anforderungen eines Lageplans zu genügen, das ist sehr, sehr schwierig. Weswegen die Einsetzbarkeit eines Laserscanners für die Erstellung von Lageplänen wahrscheinlich momentan nur bei sehr einfachen Situationen vor Ort gelingen kann. Bei komplexeren Dingen, so wie das hier der Fall ist, ist davon eher abzuraten, weil es nicht so gut funktioniert. Aber Gebäudeeinmessung eben kann ein Weg sein, besonders weil ich ja das komplette Haus aufgenommen habe, dann die komplette Information der Wände und so weiter abgespeichert habe und da dann aber nur für die Gebäudeeinmessung die Eckpunkte weitergebe, aber die restliche Information habe ich ja trotzdem vorliegen. Ich kann also sehen, ob auch bauliche Mängel zum Beispiel vorliegen. Okay, das war die Anwendung hoheitlicher Vermessung. Jetzt komme ich zum Building Information Modeling oder auch BIM gesagt. Geht zurück auf eine Masterarbeit von Stefan Erkens. Building Information Modeling, da haben Sie im Studium schon was zugehört. Allgemein gibt es erstmal zur Einführung einen Leitfaden dazu. Wenn Sie das Thema näher interessiert, lohnt es sich, in diesen reinzugucken. Der ist herausgegeben vom DVW und vom Runden Tisch GIS e.V. Und das ist ein Leitfaden, der von ganz vielen Personen erstellt wurde. Sie sehen hier die Redaktion und den Herausgeber. Und den können Sie auch kostenlos herunterladen an dieser Stelle hier. Und ich habe gleich zwei Abbildungen aus diesem Leitfaden entnommen und möchte Ihnen ganz kurz sagen, was BIM ist. Und dann möchte ich die Anwendung von BIM mit terrestrischem Laserscanning eingehen. Okay, BIM, Building Information Modeling. Das ist eine Methode der vernetzten Planung, Ausführung und Bewirtschaftung von Gebäuden und anderen Bauwerken mit Hilfe von Software. Und die Idee ist, dass alle relevanten Bauwerksdaten digital modelliert, kombiniert und erfasst werden und somit das Bauwerk als virtuelles Modell geometrisch visualisiert ist. Also anders ausgedrückt, wenn wir ein Bauwerk haben und das neu erstellen möchten, dann soll ein Informationssystem genutzt werden, das alle geometrischen, bauphysikalischen Dinge der Konstruktion beinhaltet. Also es soll
Ein Gebäude wird errichtet, zum Beispiel ein Haus, und dann soll zu jedem Zeitpunkt dokumentiert werden, mit einem Laserscanner zum Beispiel, was geometrisch gerade in der Bauphase passiert. Also die Wände werden errichtet, der Boden wird gegossen und so weiter. Es soll klar werden, bei welchen Konstruktionselementen aus welchem Material die entstehen, wann die gefertigt wurden, wer die gefertigt hat, welche Dimension die hat, welche Dicke und so weiter. Also es geht um geometrische Parameter, aber auch um bauphysikalische Parameter. Und daraus soll ein BIM-System entstehen, ein BIM-Management-System, wo es einen Koordinator gibt und der darauf greift die Vermessung zurück auf dieses System, dass der Bauherr, die Behörde, Betrieb, technische Gebäudeausrüstung, das Tragwerk, die Architektur, sodass man ein gemeinsames Konstrukt hat, wo jeder Informationen entnehmen und einspeisen kann und so auch zu jeder Situation bekannt ist, was das Bauwerk für Schwächen, für Potenziale und so weiter hat. Und es gibt verschiedene Level im BIM, so wie das realisiert werden soll oder kann. Das Einfachste ist, es gibt einfach eine Zeichnung von einem Gebäude, so wie das schon immer der Fall war. Der Architekt zeichnet einen 2D-Plan, es gibt verschiedene Risse und das ist die Grundlage für den Bau. Das ist aber ein sehr, sehr reduziertes Modell, sage ich mal. Das Zweite ist, dass es schon so 2D, 3D-Modelle gibt, das nennt man dann, ist dann im CAD. Dann gibt es schon 3D-Bauteile mit Semantik, es gibt eine gemeinsame Datenumgebung, aber die höchst ausgebildete Stufe des BIM ist ein einheitliches, durchgängig gemeinsam genutztes Bauwerksmodell über den gesamten Lebenszyklus. Das heißt, es soll auch beinhalten, dass bei einem Bauwerk bekannt ist, wenn irgendwas rückgebaut wird, was verändert wird, dass das in dieses BIM, dieses Gebäudeinformationsmodell, eingespeist wird, sodass klar ist, was zu welchem Zeitpunkt im Gebäude gerade Sache ist. Und da zum Beispiel im Notfall, wenn irgendwas einstürzt, auch darauf zurückgegriffen werden kann. Okay, was hat das alles mit Vermessung mit Laserscanning zu tun? Nun ja, der Laserscanner ist natürlich das Messinstrument schlechthin, was viele dieser Informationen geben kann. Wir können eine Punktwolke mit sehr hohem Detailreichtum des Gebäudes erstellen und daraus kann man dann sehr, sehr viele geometrische Merkmale entnehmen. Und wenn man halt so immer den baulichen Zustand dokumentiert, dann sieht man auch, welche Dinge passiert sind und kann daraus dann wieder Dinge in das BIM einspeisen. Okay, wenn wir uns jetzt an die konkrete Aufgabe geben, es geht jetzt hier um Brückenbauwerk und von dem Brückenbauwerk sollte ein BIM-Modell erstellt werden. Dann geht es darum, dass das Bauwerk erfasst werden soll mit einem Laserscanner und die Konstruktionselemente segmentiert werden sollen. Es geht in diesem Fall um ein Bauwerk, was nicht nach BIM geplant und realisiert wurde, sondern um eine Eisenbahnbrücke, die schon einige Jahrzehnte alt ist, als es noch kein BIM gab. Das heißt, wir wissen gar nicht, was sind da denn für Stahlträger verbaut worden, weil wir die Konstruktionsdaten noch nicht mehr kennen. Also geht es hier um die Rückführung eines gegebenen Objektes auf seine Bestandteile, sodass ein BIM vorliegt, sodass man daraus dann gegebenenfalls, wenn Änderungen vorgenommen werden, auf das BIM zurückgreifen kann und Dinge, die geändert werden, in dem BIM dokumentieren kann. Das heißt, wir haben unser Objekt, unsere Eisenbahnbrücke und wollen Konstruktionselemente segmentieren und denen semantische Informationen zuweisen. Also, was ist das denn für ein gewisser Stahlträger, weil es da verschiedene Klassen gibt. Und das soll also rückgeführt werden auf standardisierte Konstruktionselemente, zum Beispiel standardisierte Stahlträger. Worum es bei dem Beispiel geht, ist, das Messobjekt ist eine Eisenbahnbrücke, wie bereits erwähnt. Sie sehen hier diese Brücke, hier fahren Züge drüber. Und jetzt ist die Aufgabe zu bestimmen, aus welchen Konstruktionselementen diese Eisenbahnbrücke nun jetzt nun mal existiert. Hier ist eine Zeichnung der Konstruktion der Brücke. Sie sehen, hier ist ein Fluss drunter, hier ist die Eisenbahnbrücke, die hat eine Höhe von 8 Meter über dem Gelände ungefähr, eine Breite von 12,5 Meter. Wir haben hier einen Untergurt, einen Obergurt und hier sehen Sie, die Stützweite sind ungefähr 56 Meter. Okay. Jetzt ist die Frage, nun ja, wenn wir das Objekt aufnehmen wollen und danach die Konstruktionselemente ableiten wollen, um die in ein Gebäudeinformationsmodell zu stellen, in ein Building Information Model. Wie genau muss das überhaupt sein?
Und da sind die Anforderungen dokumentiert. Es gibt gewisse Messgenauigkeiten für Objektpunkte bei der Aufnahme nach der DIN 18710-2 aus dem Jahr 2010. Und da gibt es verschiedene Genauigkeitsklassen von L1H1 bis zu L5H5, spielt sich ab zwischen 50 mm und in der Lage und 1 mm in der Lage, beziehungsweise 20 mm in der Höhe und 0,5 mm in der Höhe. Und jetzt gibt es hier Objektpunkte, Punkte im freien Gelände, topografische Punkte, eindeutig identifizierbare Punkte, Gleispunkte, Punkte in Industrie- und Maschinenvermessung. Und was dann auch noch da drin steht für diese Gebäudemodelle oder für BIM, wenn wir das darauf beziehen, herrscht die Klasse topografische Punkte, L2H12. Wir reden also davon, dass wir nachher eine Genauigkeit der Punkte zwischen 15 und 50 mm in der Lage und 5 mm und 20 mm in der Höhe haben wollen. So erstmal von der Größenordnung. Wir reden also um von der Genauigkeit von einem Zentimeter oder besser, sowas in der Art. Und was jetzt das Ziel ist, um es noch konkreter zu machen, wir wollen ein Objekt aufnehmen, das wir bisher nicht kennen, weil wir daraus Konstruktionselemente entnehmen wollen. Wir wollen zum Beispiel die IPE-Stahlträger entnehmen. Wir wollen wissen, um welchen IPE-Stahlträger handelt es sich bei der Brücke, bei den ganzen Stahlträgern, die es hat. Und IPE heißt, das ist eine bestimmte Produktgruppe stabförmiger Bauteile bzw. Träger mit parallelen Innenflächen der Flansche. Und das hier ist das standardisierte Modell eines bestimmten IPE-Stahlträgers. Das besteht aus einem sogenannten Steg und zwei Flanschen. Und die Parameter, die uns interessieren, sind jetzt die Dicke dieser Flansche hier, die Dicke des Stegs und die Länge des Stegs und die Breite des Flansches. So, das sind die Parameter, die uns interessieren. Und die wollen wir jetzt für die komplette Brücke nehmen. Wir wollen wissen, nun ja, aus welchen Konstruktionselementen, zum Beispiel aus welchen IPE-Stahlträgern, setzt sich die Brücke zusammen. Dafür müssen wir die Brücke aufnehmen, einzelne Stahlträger segmentieren und die dann den einzelnen Gruppen zuweisen, sodass wir sagen können, okay, es handelt sich um den IPE-Stahlträger so und so, basierend auf den Parametern, die ich entnommen habe, weil es ja standardisierte Größen gibt. Jetzt sehen wir hier schon mal ein Beispiel aus der Punktwolke, schon mal vorne weg. Und Sie sehen, dass das relativ schwierig ist. Wir können hier so, naja, den Parameter B ganz gut entnehmen. Die Höhe H klappt auch noch irgendwie ganz gut. Aber was ist eigentlich mit der Dicke hier? Nun ja, wo hört die Punktwolke hier auf? Die Rückseite ist nicht mehr drin. Dann was ist mit der Dicke hier? Hier sehen Sie so ein paar systematische Abweichungen. Also es ist nicht so ganz so einfach, hier jetzt die Parameter zu bestimmen, sodass man sagen kann, dass der IPE-Stahlträger so und so. Gucken wir uns mal an, wie vorgegangen wurde. Das erste war wieder eine Standpunktplanung. Sie sehen hier verschiedene Standpunkte, die geplant wurden und die nachher realisiert wurden. Die Planung basierte darauf, eine gewisse Vollständigkeit zu haben bei der Aufnahme, aber auch nicht zu viele Standpunkte zu haben aus Wirtschaftlichkeitsgründen. Weiterhin sollte die Genauigkeit relativ hoch gehalten werden, um mindestens diesen Zentimeter zu erreichen. Deswegen spitze Einfallswinkel sind schlecht, zu große Distanzen sind schlecht und so weiter. Dass die Realisierung von der Planung teilweise um ein paar Meter abweicht, liegt natürlich daran, dass an diesen Stellen, wo geplant wurde, mitunter vielleicht Bäume oder Büsche im Weg waren. Okay, was passiert jetzt? Die Daten werden aufgenommen. Jetzt sehen Sie hier, ich stelle einmal das Wort Faro und einmal das Wort Cyclone. Das liegt daran, dass das mit zwei verschiedenen Laserscannern durchgeführt wurde. Einmal mit einem Faro-Laserscanner und dann mit einem Leica-Laserscanner. Und beide Male waren die Schritte, die Punktwolken wurden aufgenommen, die Punktwolken wurden registriert, dann wurden die Punktwolken bereinigt, dann wurden die Daten konvertiert, um in eine BIM-fähige Software zu integrieren und das ist Revit. Und in Revit passierte dann eine objektbasierte Modellierung. Das heißt, hier wurden die Klassen genommen, die es gibt an Stahlträgern und dann wurde geguckt, welche Klasse an Stahlträger passt jetzt zu diesem Konstruktionselement, welches Konstruktionselement passt am ehesten zu dem vorliegenden Stahlträger. Das ist die Frage. Okay, komme ich schon zu den Ergebnissen. Sie sehen hier die Punktwolke. Oben ist die Punktwolke dargestellt für die Brücke vor der Bereinigung. Unten wurde jetzt schon bereinigt, sodass die umliegenden Bäume und so weiter entfernt wurden. Und das ist jetzt die Punktwolke der Brücke, die aufgenommen wurde. Und jetzt geht es halt darum, da Konstruktionselemente zu extrahieren. Und Sie sehen jetzt hier nochmal die Punktwolke. Und hier wurden jetzt Stahlträger segmentiert und vier Stück
sind hier gekennzeichnet. Von diesen vier Stück möchte ich die Stahlträger 2 und 3 jetzt mal näher analysieren und gucken, wie ich da Konstruktionselemente extrahieren kann. Und das ist der aus der Nummerierung eben der Stahlträger 2. So sieht die Punktwolke aus. Das ist der zugehörige EP-Stahlträger. Und wenn ich mir jetzt nur die Punktwolke angucke, dann sehen wir hier, nun ja, die Dicke dieses Steges hier wollen wir wissen. Wir sehen, den Steg haben wir auf der einen Seite ein gewisses Stück recht gut gemessen, auf der anderen Seite kaum. Jetzt kann ich hier trotzdem so entnehmen, 3,5 mm ist das ungefähr groß. Die Länge des Flanges ist 200 mm, die Länge des Steges 360 mm. Behalten wir mal im Hintergrund, dass wir immer sowas gesagt haben, okay, wir wollen eine Genauigkeit von ungefähr einem Zentimeter erreichen. Deswegen ist das jetzt schon relativ optimistisch, sage ich mal. Aber wir sehen, dass das hier recht glatt ist. Also es könnte so ungefähr passen, sagen wir mal so. Aber Sie sehen, dass das schon schwierig ist, hier die Elemente genau zu entnehmen. Aber wenn ich jetzt das im Katalog nachgucke, passt das am ehesten zu diesem Stahlträger. Und wenn ich jetzt die Punktwolke von dem Sollstahlträger abziehe, also einen Punktwolkenvergleich mache, mehr oder weniger, dann kommt das hierbei raus und Sie sehen jetzt die Abweichung von dem Stahlträger, den ich identifiziert habe aus dem Laserscan. Und diese Abweichungen sind im Bereich von plus minus 20 mm. Und Sie sehen, es gibt so hier Punkte, die immer wieder auffallen. Hier sind natürlich Nieten drin. Das heißt, es ist klar, dass die hier abweichen, eine positive Abweichung haben. Die sind im Konstruktionselement ja nicht enthalten. Sie sehen aber auch, dass hier so eine gewisse Durchbiegung stattfindet. Hier sind die Abweichungen erst ein bisschen plus, dann ein bisschen negativ. Also eigentlich passt das ganz gut. An gewissen Stellen ist klar, dass große Abweichungen sind. Aber der Stahlträger an sich ist so auf ein paar Millimeter, passt der zu diesem Profil. Hier möchte ich mal darauf hinweisen, es ist natürlich so, wir haben jetzt eine Brücke, die ist einige Jahrzehnte alt und versuchen die mit den heutigen Klassen an Stahlträgern zu vergleichen. Wir wollen also gucken, entspricht das Konstruktionselement überhaupt den heutigen Klassen an Stahlträgern? Und hier sieht man, dass das ganz gut passt. Ist also wohl ein Element, was man heute auch noch einsetzt, weil dieser Katalog, aus dem ich die verschiedenen Stahlträger nehme, die heute verbaut werden, ist natürlich auch nicht unendlich alt, sondern es hätte auch sein können, dass zu dieser Zeit, zum Bauzeit der Brücke, diese Konstruktionselemente noch gar nicht existierten. Hier ein weiterer Stahlträger, gleiches Vorgehen. Hier ist die Punktwolke, hier sieht man, was man entnehmen möchte, diese 100 mm, die 300 mm. Daraus kommt dann dieser hier, das ist jetzt nicht so ein T-Profil wie eben. Und auch hier wieder haben wir Abweichungen, wo man hier so immer wieder größere Abweichungen sieht. Das hier sind aber auch die Bereiche, wo neue Stahlträger angrenzen, die senkrecht hierzu anstoßen. Das heißt, dass hier größere Abweichungen existieren, ist auch durch das durch die Gesamtkonstruktion zu erklären. Okay, wenn ich das jetzt für die komplette Punktwolke mache, kriege ich ein fertiges BIM-Modell raus. Und das ist quasi das Ziel einer BIM-Modellierung, eine S-Bild-BIM-Dokumentation zum Beispiel auch genannt. Ich habe also ein fertiges Objekt und möchte da die Konstruktionselemente daraus bestimmen. Und für all diese Träger hier liegen jetzt Informationen bereit. Jeder dieser Träger weiß jetzt, welche Klasse er zugehört aus dem Produktkatalog, was er für ein Träger ist. Und wenn das jetzt ein vollständiges BIM wäre, würde noch jeder wissen, das genaue Material, aus dem er ist. Wenn es da Abweichungen gibt oder Unterschiede, das Datum der Erstellung, also wann wurde es gebaut und so weiter, sodass man dann nachher auch was über Alterungsprozesse und so weiter sagen kann. Und das ist quasi das Resultat, wenn wir von Building Information Modeling sprechen, wobei hier jetzt das Beispiel gezeigt hat, dass man das gewinnen kann aus schon lange Zeit existierenden Bauwerken. Aber was derzeit für viele Bauwerke Pflicht wird, ist halt schon bei der Erstellung des Gebäudes so ein Informationssystem zu erstellen, sodass man zu jeder Zeitpunkt über den Gebäudezustand ganz genau Bescheid weiß. Okay, gehen wir zur nächsten Anwendung und der Zustandsdokumentation von Keimauern, eine Masterarbeit von Felix Lorenz. Hier war die Aufgabe, den geometrischen Zustand von Keimauern zu bestimmen. Und Keimauern bestehen aus der Spundwand und einer bestimmten winkelabgeschrägten Steinmauer. Und diese Keimauer unterliegt gewissen Einflüssen.
Wir haben hier anliegende Schiffe. Es kann sein, dass sie die Kaimauer ein bisschen rammen. Wir haben Güterzüge, die bewegen sich herüber. Das heißt, wir haben da gewisse Erschütterungen. Wir haben Lastkähne, die befinden sich am Rand. Die führen auch zu Erschütterungen und so weiter. Das heißt, so eine Kaimauer unterliegt gewissen Einflüssen. Und dadurch haben wir vielleicht Dellen in der Kaimauer. Vielleicht haben wir auch Deformationen größere. Vielleicht haben die sich ein bisschen geneigt. Vielleicht gibt es ja irgendwelche lokalen Auffälligkeiten, die dokumentiert werden müssen, sodass man entscheiden kann, ob die Kaimauer ausgebessert werden muss. Das sollte mit Laserscanning bestimmt werden. Und es gibt gewisse Anforderungen. Wir sehen hier einmal eine Spundwand und die besteht aus einer Frontfläche und einer Rückfläche. Und wenn wir uns das mal in der Aufsicht angucken, haben wir hier eine Frontfläche, das heißt, hier fließt das Wasser, hier ist der Landbereich. Also eine Frontfläche, eine Rückfläche und wir haben eine gewisse Spundwandtiefe, das ist der Unterschied zwischen Front und Rück und wir haben eine gewisse Wanddicke. Und was jetzt entnommen werden sollte, ist, nun ja, wie vertikal sind denn die Spundwände tatsächlich? Und es gibt eine zulässige Abweichung, da sagt man, okay, 1 Millimeter pro Meter wurde hier beschrieben, an zulässiger Abweichung von der Vertikalität. Also je nachdem, wie hoch die Spundwand ist, ist eine gewisse Neigung zulässig. Gleichzeitig dürfen lokale Formabweichungen vorliegen, also zum Beispiel Dellen in der Spundwand oder andere Dinge von 10 mm absolut gesehen. Und diese Dokumentation von Spundwänden sollte in einem gesamten Hafenbecken durchgeführt werden. Und es gibt eine Methode, wie man das aktuell macht. Eine Möglichkeit ist, man macht das einfach mit einem Tachymeter, stellt sich also auf, hier ist das Hafenbecken, stellt sich auf die andere Uferseite mit dem Tachymeter zu verschiedenen Standpunkten und misst dann exemplarisch immer wieder in grün dargestellt Profile. Einmal entlang der Steinmauer und entlang der Spundwand. Einmal hier, also immer mit vielen Metern Abstand. Und aus dieser exemplarischen Messung wird dann abgeleitet, okay, wenn hier die Wand okay ist und die Wand okay ist, dann wird dazwischen wahrscheinlich auch alles okay sein. Also man generalisiert sehr stark. Beim Laserscanning ist jetzt die Idee, das ist eine bessere Messtechnik für diese Aufgabe, weil wir einfach komplett die Steinmauer und die Spundwände aufmessen und so dann halt detailliert an jeder Stelle sehen können, was passiert und nicht nur an ausgewählten Bereichen und darauf schließen wir dann auf die Zwischenbereiche zurück. Das heißt, dass die Idee hier ist, wir stellen uns an verschiedenen Standpunkten hin und messen einfach die komplette gegenüberliegende Seite und können dann auch automatisiert extrahieren, wie jetzt die Vertikalität ist und die lokale Abweichung von der Vertikalität für die Spundwand. Für die Steinmauer kann das natürlich auch gemacht werden, wobei es jetzt hier eine Sollneigung gibt und nicht nur eine gewünschte Vertikalität, sondern eine gewünschte Sollneigung, sag ich mal. Die Ergebnisse, die ich gleich zeigen werde, beziehen sich aber rein auf die Spundwand. Okay, so ist die Antwort. Was wurde jetzt gemacht? Nun ja, es fängt wieder damit an, es müssen Standpunktpositionen gewählt werden, es wurde eine Registrierung mit Zielzeichen gemacht, also es wurde immer wieder mit gewissen Abständen von der gegenüberliegenden Seite mit dem Laserscanner aufgenommen und alle Punktwolken wurden in ein übergeordnetes System registriert, damit man nachher auch weiß, an welcher Stelle die lokale Deformation aufgetreten ist. Um die Vertikalität zu bestimmen, rein für die Vertikalität ist ja keine Verknüpfung der Standpunkte notwendig. Aber wenn ich nachher in einem übergeordneten Koordinatensystem wissen will, wo ist jetzt dieser Defekt aufgetreten, dafür brauche ich eine Georeferenzierung. Und hier wird das halt durchgeführt über eine Registrierung und danach eine Georeferenzierung. Also die Standpunktpositionen werden gewählt, der Zielzeichenabstand, die räumliche Auflösung, wie wir das immer besprochen haben. Dann findet die Datenaufnahme statt, registriert wird, georeferenziert und dann findet die eigentliche Auswertung statt, die uns hier interessiert. Was wurde gemacht? Okay, wir haben gesagt, wir wollen uns lokale Deformationen angucken oder lokale Auffälligkeiten und die Vertikalität. Wenn das hier eine Vertikalität von mit 0 Grad Abweichung ist, also eine vertikale Linie, und wir einen Laserscan der Spundwand aufnehmen, der aber so aussieht mit den blauen Punkten, machen wir Folgendes: Wir schätzen hier eine Ebene durch und gucken uns dann den Winkel, den Vertikalwinkel der Ebene an. Und das ist dann die gewünschte Vertikalität. Und dann kann gleichzeitig noch geguckt werden, wie gut passt denn jeder einzelne Messpunkt durch diese ausgleichende Ebene. Und das ist dann hier die Abweichung vom der ist dann die lokale Formabweichung. Okay. Wenn wir uns das angucken, ist das hier ein Ergebnis. Das hier sind die Abweichungen zu der lotrechten Ebene. Also es wurde eine Ebene durchgeschätzt für
durch die Spundwand. Und was Sie hier sehen, sind immer die vorderen Bereiche, nicht die hinteren, sondern die vorderen Ebenen. Und durch jede einzelne Ebene wurde jetzt, durch jede einzelne Spundwandbereich, jetzt durch jede Vorderfläche wurde jetzt eine separate Ebene geschätzt. Und dann sehen wir hier die Abweichung zur lotrechten Ebene, also die Schiefstellung. Und wir sehen hier, die Höhe sind minus 10 bis minus 4 Meter. Das ist also 6 Meter Höhe. Und eben habe ich gesagt, 1 Millimeter pro Meter ist zulässig. Das heißt also, 6 Millimeter Abweichung wären erlaubt. Und wir sehen hier, dass wir hier jetzt aber von 2 Zentimeter reden, also von 20 Millimeter. Also sind diese Keilmauern hier, haben die eine zu große Abweichung von der Vertikalität. Und das kann jetzt hier mit dem Laserscanner aufgedeckt werden, weil wir hier von plus 2 Zentimetern reden. Und wir gesagt haben, 1 Millimeter pro Meter, es sind 6 Meter. Ich muss noch überlegen, 6 Meter sind es also 6 Millimeter. Also ist diese Abweichung hier zu groß. Und wir sehen, dass die hier alle zu sehr geneigt sind. Die weichen also sehr stark von der lotrechten Annahme ab. Gucken wir uns lokale Formabweichung an. Das jetzt ist eine andere Darstellung oder eine andere Position auf der Spundwand. Jetzt sehen wir hier also die Abweichung von der geschätzten Ebene. Gucken wir also gibt es irgendwelche Dellen in dieser Ebene an sich? Also steht die nicht nur schief, sondern ist sie auch noch gekrümmt. Wir sehen hier, dass die schon alle gekrümmt sind. Wir reden hier von sowas wie plus minus 10 Millimeter, hier ein bisschen mehr. Aber an den meisten Stellen ist das noch so in Ordnung, weil wir gesagt haben, okay, 10 Millimeter maximal dürfen vorliegen, aber nicht mehr. Okay, das war ein Beispiel zur Zustandsdokumentation von Keilmauern. Gucken wir uns das nächste Beispiel an, Reverse Engineering. Reverse Engineering hat viel mit dem Beispiel, was ich eben hatte, von Building Information Modeling gemein. Weil Reverse Engineering bezeichnet den Vorgang, die Konstruktionselemente aus einem bestehenden Bauteil zu extrahieren und gegebenenfalls auch mit den ursprünglichen, am Computer designten Konstruktionselementen zu vergleichen. Aus dem fertigen Objekt wird somit wieder ein Modell erstellt. Das heißt also, die Bestandteile des Reverse Engineering sind einmal ein Objekt aufzunehmen und dann aus diesem Objekt die geometrischen Elemente zu extrahieren. Und das passiert mit den Methoden, die Sie schon kennengelernt haben, der Flächenmodellierung. Also, ich führe das wie auch bei BIM auf geometrische Primitive zurück. Oder vielleicht auf Freiformflächen, wenn es keine geometrischen Primitive sind. Oder ich mache eine Vermaschung. Ich möchte halt den Körper irgendwie approximieren. Bei der Vermaschung sollte natürlich noch eine Glättung dabei sein. Der zweite Schritt ist, wenn ich das mit den Konstruktionselementen vergleichen möchte, mache ich einen Soll-Ist-Vergleich. Ich vergleiche also die Ist-Geometrie mit der Soll-Geometrie. Wenn ich die Konstruktionselemente habe, wie sie sein sollten, und jetzt nochmal reverse engineert habe, kann ich die Abweichung gegenüber dem Soll, zum Beispiel aus einem CAD-Modell, darstellen. Und das passiert in der Regel über Punktwolkenvergleiche oder Vergleiche der Parameter zwischen geometrischen Primitiven. Und ein weiterer Schritt kann dann noch vorliegen, wenn ich jetzt ein Objekt reverse engineert habe, kann ich das wieder aus den geupdateten Plandaten neu erstellen, aus dieser Flächenrückführung. Und das möchte ich jetzt an einem Beispiel mal zeigen. Und zwar könnte man das zum Beispiel machen hier für irgendwelche einfachen Objekte, wie hier so eine Kugel, könnte man gucken, okay, wie rund ist die eigentlich und könnte ich vergleichen mit dem Radius, den sie eigentlich haben sollte. Ich möchte mich jetzt aber jetzt hier beziehen auf so ein Bauteil. Das ist von einem Stuhl und dieses Bauteil ist kaputt gegangen. Es hat einen Riss. Und jetzt ist die Frage nun ja, wie können wir das Bauteil jetzt digitalisieren und wieder erneut herstellen, wenn wir keine Plandaten haben? Angenommen, wir haben keine Plandaten, wir haben jetzt hier aber ein Bauteil, was kaputt ist, wir brauchen das neu. Dafür könnte man Reverse Engineering benutzen. Sie werden gleich sehen, wir haben Plandaten. Wir haben also ein CAD-Modell, mit dem wir das vergleichen können, aber dennoch könnte das jetzt erstmal das Fallbeispiel sein. Wie geht man vor? Man digitalisiert erstmal das Bauteil. Das passiert hier jetzt mit einem Triangulationsscanner. Darüber werden wir auch noch reden in der Vorlesung. Es ist aber ganz unwichtig, womit das erstellt wurde. Wir haben einfach eine Punktwolke erstellt von diesem Bauteil mit diesem Riss hier und die Punktwolke sieht nachher so aus. Könnte auch ein terrestrischer Laserscanner sein. Der zweite Schritt ist jetzt die Flächenmodellierung. Aus diesem Bauteil wird jetzt das Konstruktionselement oder die verschiedenen Konstruktionselemente werden extrahiert. Wir haben jetzt also hier einen Ebenenbereich, dann haben wir hier einen zylindrischen Bereich, dann haben wir hier wieder eine Ebene und so weiter. Und all das wird jetzt extrahiert und daraus wird dann ein Modell erstellt.
Und das ist, wie gesagt, eine Ebenenschätzung, eine Zylinderschätzung und so weiter, so wie Sie das kennen. Jetzt habe ich eben gesagt, wenn wir keine Soldaten hätten, also keine Konstruktionselemente, könnten wir so das Bauteil wiederherstellen. Jetzt haben wir hier auch Konstruktionselemente und können das mal mit einem gegebenen CAD-Modell vergleichen. Hier ist das gegebene Modell. Und wenn wir jetzt unser selber aufgemessenes und digitalisiertes Objekt mit den Konstruktionselementen, mit den Sollkonstruktionselementen vergleichen, dann sehen wir, dass da so gewisse Abweichungen von ein paar Millimeter existieren, plus minus 7 Millimeter in diesem Bereich hier. Okay, aber was wir jetzt tun ist, ich habe gesagt, es ist ein Stück eines Stuhls, eines Bürostuhls. Jetzt können wir basierend auf den aufgenommenen Daten mit dem Laserscanner und den entnommenen Konstruktionsdaten das an eine Fräsmaschine weitergeben und können so dieses Bauteil neu fräsen, jetzt aus Metall, nicht aus Plastik, sodass wir theoretisch ohne Konstruktionsdaten über ein Reverse Engineering das Objekt aufgenommen haben, die Konstruktionselemente entnommen haben, über eine Flächenrückführung, Schätzung geometrischer Primitive oder Freiformflächen, an die Fräsmaschine die Information gegeben haben über einen Plan und hier wird das gefertigt bei uns im Institut und jetzt haben wir hier ein Ersatzelement aus Reverse Engineering, eine Anwendung von terrestrischen Laserscannern. Nun komme ich zur Anwendung 8.6, Deformationsanalyse von Radioteleskopen. Das ist jetzt eine eher wissenschaftliche Arbeit und bezieht sich hauptsächlich auf diese drei Veröffentlichungen hier. Okay, ich habe von diesem Radioteleskop schon das ein oder andere Mal gesprochen, aber immer nur in Fragmenten. Und jetzt werde ich mal das gesamte Projekt oder die gesamte Methodik vorstellen, weil Sie jetzt alle Grundlagen haben, um das verstehen zu können. Wir haben jetzt hier ein Radioteleskop. Das hat eine Größe von 100 Metern im Durchmesser von hier bis hier. Und damit ist das das zweitgrößte frei bewegliche Radioteleskop der Welt. Und das steht in Effelsberg in der Nähe von Bonn. Und dieses Radioteleskop bewegt sich während der Vermessung, während es astronomische Beobachtungen macht, um seine Kippachse hier. Und wir wissen, dass es sich sehr wahrscheinlich deformiert, weil es hat ein Gewicht von 3200 Tonnen. Und wenn sich das jetzt kippt, um diese Achse hier, um die Kippachse, dann wirkt halt die Gravitation unterschiedlich auf das Gewicht hier. Und dadurch erwarten wir, dass es sich deformiert, wenn es sich kippt. Und die Frage ist jetzt, wie deformiert es sich? Nun ja, wenn es sich kippt, erwarten wir, dass sich die Brennweite hier, das hier sind 30 Meter, dass sich die verändert. Aber es könnte auch sein, dass wir so lokale Dellen haben auf der Oberfläche. Lokale Deformation. Brennweitenveränderung und lokale Deformation, abhängig von der Kippachsenstellung, also vom Elevationswinkel. Und wie groß das ist, sollte herausgefunden werden. Erste Aufgabe. Die zweite Aufgabe. Die Idee ist, dass sich so ein Radioteleskop mit seiner Kippachse, der Elevationsachse, immer um einen stabilen Punkt dreht. Das ist der sogenannte Referenzpunkt eines Radioteleskops, auf den sich alle astronomischen Beobachtungen beziehen. Es kann jetzt aber natürlich auch sein, dass sich nicht nur die Form ändert, wenn er sich kippt, der Hauptreflektor hier, sondern es kann auch sein, dass die Position des Referenzpunktes hier nicht stabil ist, sondern so ein bisschen wabbelt auf einer Kreisbahn um einen gewissen Punkt. Und wenn das so ist, bezieht sich die Messung immer auf eine unterschiedliche Position. Und auch das führt nachher zu Abweichungen in der Modellierung der astronomischen Beobachtung. Und beide Dinge sollten untersucht werden. Das basierte früher, diese Stabilitätsuntersuchung basierte auf Lasertrackern, die permanent während der Rotation gemonitort haben oder Tachymeter. Und so wurde dann ein Modell erstellt. Jetzt sehen wir hier, dass das auch mit Laserscanning geht. Werde ich Ihnen gleich eine Methode vorstellen. Und diese Deformationsanalyse des Hauptreflektors, diese Formabweichungen, werden schon seit ein paar Jahren mit Laserscanning an manchen Teleskopen durchgeführt. Worauf ich mich hier beziehen möchte bei dem Beispiel, sind zwei Radioteleskope. Einmal das in Effelsberg, was Sie eben gesehen haben, mit dem Durchmesser von 100 Metern. Aber ich werde auch was zu dem Radioteleskop in Onsala in Schweden erzählen. Das hat einen Durchmesser von 20 Metern. Das Besondere hier, das ist umgeben von einem Radom. Hier ist komplett rund um ein Radom. Also so eine Hülle, die das Radioteleskop vor Umwelteinflüssen schützt. Und die nutzen wir gleich, um die Stabilität des Referenzpunktes zu untersuchen. Die Datenaufnahme war wie folgt. Ich habe einen Laserscanner genommen, habe den Kopf über in das Radioteleskop gehangen, in den Subreflektor, und der hat jetzt die komplette Oberfläche des Hauptreflektors aufgenommen. Und dafür habe ich in 7 verschiedenen Elevationsstellungen gemessen, zwischen 90 Grad, das ist diese Stellung hier, und 7,5. Und das ist jetzt eine weitere Stellung
Und Sie sehen, dass der Laserscanner hier ein gewisses Gelenk hat, sodass der immer nach unten guckt, weil ich sonst Kräfte hätte, die auf die Rotationsachsen wirken, die nicht gewünscht sind. Der Laserscanner guckt also immer nach unten und misst hier dieses Radiusteleskop. So sehen die Punktwolken aus, einmal für Effelsberg, das 100-Meter-Teleskop, und für Onsala, das 20-Meter-Teleskop. Das sind zwei exemplarische Punktwolken von diesen sieben verschiedenen Elevationsstellungen. Für die Formanalyse scanne ich also jeden Hauptreflektor in sieben verschiedenen Elevationsstellungen und schätze jetzt das geometrische Primitiv, das mich interessiert. Und ich weiß, die Oberfläche oder die Form des Radioteleskops ist jeweils ein Rotationsparaboloid. Es ist also keine Ebene, kein Zylinder, keine Kugel, sondern ein Rotationsparaboloid, ein weiter quadrische Form, also eine Quadrik. Der einzige Parameter, der mich interessiert, ist hier die Brennweite f. Das ist die Gleichung des Rotationsparaboloids, wenn das in der Stellung ist, dass das senkrecht auf der XY-Ebene steht. Da das aber ja gemessen wird im Koordinatensystem des Laserscanners und dazwischen Transformationsparameter bestehen, muss ich zusätzlich zu diesem Parameter f der Brennweite noch eine Rotation um Y-Achse des Laserscanners um die X-Achse und drei Translationen schätzen. Die interessieren mich für die Form nicht, aber wir werden gleich sehen, wenn wir die Stabilität des Referenzpunktes analysieren, dann helfen mir diese Parameter hier weiter. Ich schätze also die Brennweite und diese 1, 2 und 3 Translationen, also diese 5 plus die Brennweite, also 6 Parameter in einer kleinsten Quadrateschätzung. Die Brennweite selber sagt mir etwas aus über die globalen Deformationen, also die Brennweitenvariation, und die Residuen der Ausgleichung etwas über die lokalen Deformationen. Also wenn Sie an das Gauß-Helmert-Modell zurückdenken, das hier wurde im Gauß-Helmert-Modell ausgeglichen. Wenn Sie also an das Gauß-Helmert-Modell zurückdenken aus dem Kapitel Flächenmodellierung oder Auswertung der Punktwolke, Unterkapitel Flächenmodellierung, dann wissen Sie, dass wir hier Widersprüche rausbekommen für die Messpunkte, und diese Residuen sind quasi die Widersprüche im Gauß-Helmert-Modell. Ich messe alle Elevationsstellungen in zwei Lagen und ich schätze zusätzlich noch Kalibrierparameter des Laserscanners. Ich führe eine In-situ-Kalibrierung durch. Ich habe dieses Beispiel auch bei der In-situ-Kalibrierung eingeführt, also beim Kapitel Qualitätsanalyse von Laserscans. Habe ich auch gesagt, das ist eine In-situ-Kalibrierung. Ich schätze also gleichzeitig zu den Parametern, die mich eigentlich interessieren, die Brennweite und die Transformationsparameter, schätze ich die Kalibrierparameter des Laserscanners dazu. Also die systematischen Abweichungen der Strecke des Vertikalwinkels und des Horizontalwinkels parametrisiere ich mit den Kalibrierparametern. Das ist dann eine In-situ-Kalibrierung, und wenn ich noch ins Detail gehe, in einem Bündelausgleich auf Basis von zwei Lagenscans. Wenn ich das durchführe, sehen Sie hier den Vorteil: Wenn ich die Kalibrierung durchführe, kommt die schwarze Linie raus, wenn ich sie nicht durchführe, die gestrichelte Linie. Und was Sie hier sehen, sind die Brennweiten für das Radioteleskop in Effelsberg, abhängig von der Elevationsstellung. 90 Grad, 7,5 Grad. Und Sie sehen, die variiert um so 22 mm, die Brennweite. Und wenn ich keine Kalibrierung durchführe, habe ich hier so Abweichungen drin, die nicht erklärbar sind. Aber wenn ich den Laserscanner in situ kalibriere, dann ist das eine relativ glatte Linie. Also ich kriege ein sehr, sehr nachvollziehbares Ergebnis raus. Also ich brauche eine Kalibrierung. Ich muss irgendwie für die Qualität des Produkts sorgen. Und da hilft nur eine Kalibrierung. Sie wissen, wenn ich vorher den Laserscanner kalibriere, hilft das nur begrenzt aufgrund zeitlicher Instabilität der Parameter und so weiter. Also eine In-situ-Kalibrierung ist für hochgenaue Anwendungen erforderlich. Und wenn ich den Laserscanner nicht kalibriere, sind das die Residuen von der Ausgleichung. Wenn ich ihn kalibriere, sind das die Residuen. Und Sie sehen hier so ein Vorzeichenwechsel zwischen Plus und Minus von 5 mm jeweils, also ein Sprung von plus 5 nach minus 5 mm, also ein Unterschied von 10 mm hier. Und diese schwarze Linie ist da, wo ich den Laserscan gestartet habe. Also hier ist Lage 1, hier ist Lage 2. Also hier trifft Lage 1 und Lage 2 aufeinander, und deswegen ist der Sprung, wenn ich ihn kalibriere, fällt dieser Sprung weg. Was dann rauskommt für die beiden Teleskope, die ich eben eingeführt habe, ist: einmal für Effelsberg sind das jetzt die Brennweitenabweichungen, die Änderung der Brennweite, also relativ bezogen. Bei 0, bei 90 Grad haben wir jeweils 0.
Und Sie sehen, beim Effelsberg-Radioteleskop haben wir eine Brennweitenvariation von so ungefähr 22, 23 Millimeter. In Onsala haben wir nur 10 Millimeter. Es liegt daran, dass das wesentlich kleiner und damit auch wesentlich leichter ist. Durchmesser 20 Meter zu Durchmesser 100 Meter. Und wenn wir uns die Formabweichung selber angucken, lokale Abweichung, wie ich die eben eingeführt habe, sehen wir das hier einmal in Effelsberg und Onsala. Wir sehen hier plus minus 5 mm, sehen, das ist alles relativ glatt, die Oberfläche. Wir sehen hier so ein paar Stellen, wo große Abweichungen sind. Es liegt daran, das Radioteleskop besteht aus so einzelnen Paneelen und hier sind so ein paar Paneele verstellt. Das sieht man jetzt hier also, dass diese Paneele verstellt sind. Man sieht das ziemlich deutlich. Die muss man also wieder ein bisschen drehen, sodass sie zur restlichen Form passen. Und dann sehen wir hier noch so ein paar lokale Abweichungen, hier so eher im Bereich von minus 2 oder minus 1, 2 mm, hier eher so plus 1, 2 mm, also hier scheint noch so eine kleine Delle zu sein zum Beispiel. In Onsala sehen Sie hier ist die Skala von plus bis minus 2 mm und das ist alles sehr, sehr homogen, also hier sieht man überhaupt keine Abweichung auf der Oberfläche, weil das, was hier noch so übrig bleibt, würde ich sagen, sind Restabweichungen des Laserscanners. Okay, wir können also sehr gut die Form analysieren. Jetzt ist die Frage, können wir auch was zur Stabilität des Referenzpunktes sagen? Und dazu ja, sage ich ja, und hier sehen Sie ein Konzept. Und zwar nutzen wir jetzt, dass wir eben ein Rotationsparaboloid geschätzt haben. Wir haben aber auch die Transformationsparameter zwischen Laserscanner-Koordinatensystem und Koordinatensystem des Rotationsparaboloids geschätzt. Eine Transformation zwischen der ursprünglichen Stellung eines Rotationsparaboloids mit der Z-Achse entlang der Rotationsachse bezogen auf das Laserscanner-Koordinatensystem. Und ich habe ja gesagt, wir schätzen diese Parameter hier. Einmal die Brennweite f des Rotationsparaboloids und die Transformationsparameter, Rotation um y, um x und die drei Translationen. Und diese hier beschreiben also die Transformation zwischen Laserscanner-Koordinatensystem und Ausrichtung des Hauptreflektors. Und das können wir jetzt so auffassen, indem dass wir zum Beispiel den Laserscanner-Standpunkt in den Ursprung des Koordinatensystems legen. Und dann sehen wir jetzt hier die verschiedenen Orientierungen und Positionen des Hauptreflektors im Koordinatensystem des Laserscanners. Und das sieht jetzt so aus, als wenn das Radioteleskop um den Laserscanner nach oben rumwandert. Das liegt natürlich daran, dass der Laserscanner eigentlich kopfüber hängt. Aber das ist jetzt im lokalen Koordinatensystem des Laserscanners. Also das hier ist eigentlich nach unten. Aber hier ist Z natürlich nach oben gerichtet jetzt. R, G, B sind die Achsen rot gleich X, grün gleich Y, blau gleich Z. Wir sehen jetzt hier also, wie das Radioteleskop rumwandert um den Laserscanner unter der Annahme, der Laserscanner bewegt sich nicht. Und hier sind jetzt noch die Brennpunkte des Hauptreflektors dargestellt. Jetzt ist natürlich die Annahme, dass sich der Laserscanner nicht bewegt, falsch, weil der bewegt sich ja auch mit dem Radioteleskop selber. Wir haben gesehen, eben, er hat ja auch ein Gelenk. Das heißt, er guckt immer nach unten und er bewegt sich mit dem Radioteleskop. Das heißt, wir müssen nicht nur die Bewegung des Hauptreflektors, also des Radioteleskops im Laserscanner bestimmen, sondern wir müssen auch die Bewegung des Laserscanners in einem übergeordneten System bestimmen, damit wir die Gesamtbewegung kennen und dann analysieren können, dreht sich das komplette System um einen Punkt oder nicht. Heißt also, zusätzlich zu diesem hier müssen wir noch wissen, wie bewegt sich jetzt der Laserscanner im Raum. Und dafür machen wir uns zunutze, dass in Onsala beim Radioteleskop ein Radum um den Hauptreflektor oder um das Radioteleskop gegeben ist. Und dieses Radum besteht aus einem stabilen Gewebe mit Stahlträgern. Wir können also annehmen, das bewegt sich nicht. Und jetzt ist es so, wenn das Radioteleskop eine Stellung hat von ungefähr 90 Grad bzw. 85 Grad, dann sieht der Laserscanner nicht nur den Hauptreflektor ist in der Punktwolke enthalten, sondern auch ein Stück des Radomes. Das hier. Und wenn sich das Radioteleskop bewegt und nur noch 5 Grad Elevationsstellung hat, hängt hier der Laserscanner kopfüber. Und der sieht jetzt wiederum das Radioteleskop und diesen Bereich hier. Das heißt, es gibt hier so einen Bereich auf dem Radom, den sieht der Laserscanner bei 85 Grad Elevationsstellung und bei 5 Grad Elevationsstellung und bei allen dazwischen natürlich auch. Das heißt, es gibt einen überlappenden Bereich zwischen allen Laserscans. Und wenn wir jetzt alle Laserscans in ein Koordinatensystem transformieren wollen, dann ruft das natürlich diese Situation nach einer punktwolkenbasierten Registrierung, basierend auf Ebenen oder auf dem ICP oder sonstiges. Und genau das habe ich gemacht. Ich habe alle in ein übergeordnetes Koordinatensystem transformiert.
Und dafür habe ich das Radon genutzt. Für hier steht Cloud-to-Cloud-Registrierung, also eine punktwolkenbasierte Registrierung. Weil so ist die Situation. Hier sehen Sie alle 7 Elevationsstellen des Radioteleskops mit dem Radon, das fix ist. Und all diese kann ich jetzt zueinander registrieren in einer Bündelausgleichung oder in einer Registrierung mehrerer Laserscans, wie ich Ihnen das in dem Kapitel erzählt habe. Und wenn ich das mache, kriege ich jeweils zwischen dem Standpunkt 2 und dem Standpunkt 1 des Laserscanners, wobei ich einen Standpunkt fix setze, die Transformationsparameter, drei Rotation, drei Translation, bringe ich die an jeden Laserscan an, kann ich hier on top auf die Bewegung des Radioteleskops im Laserscanner-Koordinatensystem rechnen und habe so die Gesamtbewegung. Und was dann rauskommt, ist, wenn ich das tue, ist diese Darstellung hier. Sie sehen alle 7 Radioteleskope, die gemessen wurden, in dem festen Radom-System mit den Stahlträgern in Rot und der Hülle in Blau. Und die Idee ist jetzt, wenn ich die jetzt alle im übergeordneten Koordinatensystem habe, kann ich einfach die Bewegung des Hauptpunktes, des Knotenpunktes, des Hauptreflektors bestimmen und gucken, ob diese Bewegung auf einem Kreis liegt. Und wenn die auf einem Kreis liegt, heißt das, dass der Mittelpunkt des Kreises der Referenzpunkt ist, der immer stabil ist. Und wenn sich diese Bewegung nicht auf einer Kreisbahn befindet, dann weiß ich, dass da so ein gewisser Wobble-Effekt ist, also dass die Stabilität des Referenzpunktes nicht gesichert ist. Ich kann also aus diesen verschiedenen Knotenpunkten des Radioteleskops eine Ebene schätzen, einen Vektor senkrecht zu der Ebene, das wäre dann die Richtung der Elevationsachse und der Mittelpunkt des Kreises ist dann halt der Referenzpunkt, den ich suche. Und die Frage ist jetzt, ist der Referenzpunkt stabil oder bewegt er sich auf irgendeiner gewissen Bahn? Also habe ich Abweichung von dieser Mittelpunktsschätzung. Und wenn ich das alles tue, sieht das wie folgt aus. Wir haben hier die Punkte des Hauptreflektors, wie die sich auf einer Kreisbahn bewegen. Hier haben wir die Position des Laserscanners. Hier haben wir die Brennpunkte des Radioteleskops. Alles im übergeordneten Radomsystem. Daraus, aus dieser Bewegung hier, wurde eine Elevationsachse geschätzt und ein Mittelpunkt, um den sich diese Rotation hier abläuft. Und die Frage ist jetzt, ist dieser Referenzpunkt hier stabil, ja oder nein? Und dafür gucken wir uns jetzt mal die Abweichung an aus dieser Schätzung. Wie gut passen die alle zu dieser Kreisschätzung? Die verschiedenen Elevationen, 75 Grad kann man jetzt aus verschiedenen Gründen nicht mitnehmen. Aber all die anderen weichen ab zwischen minus 0,4 bis plus 0,2 Millimeter. Das würde ich auch der Ungenauigkeit des Laserscanners zuschreiben und der ganzen Transformationskette, die hier eine Rolle spielt. Also hier eine Abweichung von höchstens 0,6 mm in der Summe mit einer Standardabweichung von 0,2 mm. Und das suggeriert schon, dass der Referenzpunkt sehr stabil ist, jedenfalls in dieser Größenordnung. Es kann also nicht widerlegt werden, dass der Referenzpunkt instabil ist. Wir können also weiterhin davon ausgehen, dass sich das Radioteleskop um einen Punkt dreht. Und das ist eine sehr schöne Anwendung, die ich mit einem Laserscanner durchführen kann, eine sehr komplexe, wo eine Rolle spielt, dass ich den Laserscanner kalibrieren muss, wo ich verschiedene Flächenmodellierungen durchführe, Kreisschätzung, Registrierung, Radioteleskopschätzung, also ein Rotationsparoid und so weiter. Also da stecken sehr, sehr viele Verarbeitungsschritte drin, die mir aber letztendlich ermöglichen, auf Basis der flächenhaft erstellten Punktwolke sehr genaue geometrische Informationen zu entnehmen. Nun komme ich zur siebten Anwendung und die bezieht sich auf das Geomonitoring alpiner Solifluktion, was hier in einem Paper, was noch nicht erschienen ist, näher dargestellt ist. Und zwar bei der alpinen Solifluktion handelt es sich um lobenförmige Wülste. Die sehen Sie hier aus einer Abbildung, aus Stingel et al. 2010. Und diese lobenförmigen Wülste treten oberhalb der Baumgrenze in der oberen alpinen Höhenstufe statt oder treten dort auf. Das heißt, wir haben hier so eine Lobenzunge, sagt man zu, so eine Wulst, und die bewegt sich aufgrund von Frostkriechen und Gelifluktion
in Zentimetergeschwindigkeit pro Jahr den Hang abwärts. Frostkriechen durch Volumenänderung bei Frostwechseln und Gelifluktion durch Wasserübersättigung meist über gefrorenem Untergrund. Das heißt, wir haben hier zwei verschiedene Prozesse, die führen dazu, dass diese Zunge hier immer so ein bisschen umstülpt und den Hang abwärts bewegt. Und die Frage ist, bei einem gewissen Untersuchungsgebiet, wie wirkt sich das jetzt aus, dieser theoretische Prozess? Das sollte überwacht werden mit Laserscanning. Und es geht hier um ein Untersuchungsgebiet nahe des Großglockners. Wir sehen hier einmal aus Google eine Höhenkarte. Wir sind hier 2640 Meter über NHN. Und Sie sehen hier eine Hütte. Das ist die sogenannte Glora-Hütte. Und hier nördlich davon ist das Untersuchungsgebiet, was wir uns gleich angucken werden. Und in direkter Nähe zum Großglockner. Hier sehen Sie das Untersuchungsgebiet, eine Ausdehnung von 120 mal 200 Metern der Lage. Und hier ist dieser Hang. Und hier gibt es, wie gesagt, diese Solifluktionsloben, die sich den Hang runter bewegen. Und die Frage ist, in welcher Geschwindigkeit bewegen die sich? Wo sind die überhaupt hier auf dem Hang? Weil per Auge sind die nicht immer zu erkennen. Die haben eine Mächtigkeit von vielleicht 10, 20, 30 Zentimetern. Und das soll jetzt also flächenhaft bestimmt werden. Und wie wir da vorgegangen sind, wir haben da mit einem gewissen Team sind wir da hingefahren, zweimal, einmal 2014, einmal 2016, und haben jeweils diesen Hang aufgenommen. Und zwar haben wir Punkte vermarkt mit einem Tachymeter, sodass wir uns auf diese festen Punkte beziehen können. Und dazwischen haben wir dann eine Netzmessung gemacht. Das heißt, wir haben all die Punkte eingemessen mit einem Tachymeter und haben dann aber auch einen Laserscanner genommen und haben an ganz vielen Standpunkten gemessen, eine Punktwolke erstellt und die dann quasi auf die Tachymeterpunkte registriert. Und was dabei rauskommt, ist hier zu sehen, wir haben jetzt hier gewisse Punkte in Rot. Das sind Festpunkte, die sind im Gestein reingeschlagen. Wir gehen davon aus, dass sie fest sind. Dann haben wir hier weitere Punkte in Grün. Die sind auf dem Gebiet, was sich eventuell mitbewegt. Und wir haben jetzt ganz viele Laserscanner-Standpunkte. Und all das haben wir jetzt in einem einheitlichen Koordinatensystem gegeben, haben das in 2 Jahren gemessen und gucken uns jetzt an, wie verändert sich denn die Oberfläche hier zwischen den verschiedenen Jahren. Und was dann rauskommt, sind zwei Punktwolken. Und hier ist jetzt nur mal ein ganz kleiner Ausschnitt gezeigt. Das ist jetzt ein Ausschnitt aus den zwei Punktwolken, einmal 2014 in Grün, einmal 2016 in Rot, unskaliert. Hier steht nur einmal die Größe von ungefähr 70 mm. Und wir sehen, das hier ist hangabwärts. Und was wir sehen, ist tatsächlich, zwischen den 2 Jahren hat sich hier die eine Punktwolke ein bisschen mehr hangabwärts bewegt als die andere. Also hier kann man erahnen, aus einem Querschnitt aus der Punktwolke, dass sich da was getan hat. Das ist aber jetzt nur ein kleiner Ausschnitt. Die Frage ist ja, was hat sich am ganzen Hang getan? Und was kann man da machen? Eine Möglichkeit ist zum Beispiel, einen Punktwolkenvergleich zu rechnen. Wir haben jetzt also die beiden Punktwolken und rechnen einen mit Cloud Compare einen M3C2-Punktwolkenvergleich und gucken uns die Differenzen an. Und das hier ist zum Beispiel so ein Ergebnis des kompletten Hanges. Hier in schwarz dargestellt ist die Bewegung hangabwärts. Hier geht es also runter und hier geht es auch runter. Und wir sehen, es gibt zwischen den beiden Punktwolken Differenzen von bis zu plus minus 7 Zentimeter. Und wir sehen immer wieder so aufkommen rote Bereiche gefolgt von blauen Bereichen. Rot, blau. Rot, blau. Rot, blau. Rot, blau. Und das sind die Stellen, wo wir tatsächlich eine Bewegung sehen. Und das ist, wie wir das eben gesehen haben, rot heißt, da ist Masse zugekommen, blau heißt, da ist Masse weggegangen. Das hat sich den Hang runtergeschoben. Das sehen wir also durch so einen Punktwolkenvergleich. Einfach gerechnet können wir so eine Punktwolke prozessieren und sehen so, selbst für unstrukturierten Oberflächen, dass sich da was tut. Sie können sich vorstellen, wir können hier jetzt keine Kugel oder Ebene approximieren und dann gucken, wie verändern sich die Parameter, sondern wir haben keine geometrisch definierte Form so richtig. Wir müssen also anders daran gehen und eine Möglichkeit ist, wie gesagt, dieser Punktwolkenvergleich, den wir auch besprochen haben. Wenn wir jetzt ein bisschen die Komplexität steigern, kann man auch andere Verfahren anwenden. Was jetzt hier gemacht wurde, ist eine merkmalsbasierte Kreuzkorrelation. Heißt also, es wurden sich die Punktwolke genommen von 2014 aus den
Aus dieser Punktwolke wurde ein Höhenmodell erstellt, ein Geländemodell. Und in diesem Geländemodell wurde automatisiert über Verfahren der Bildverarbeitung wurden markante Punkte gesucht, also gewisse Kanten, markante Höhenprofile, Lokale. Die wurden gesucht und dann wurde geguckt im Jahr 2016, wo haben die sich denn hinbewegt? Das kann man mit Bildverarbeitungsalgorithmen sehr effizient machen und auch automatisiert. Und wenn man das durchführt, kommt so eine Karte hierbei raus. Und hier sieht man jetzt, wo sich die markanten Punkte hinbewegt haben zwischen den 2 Jahren. Und Sie sehen, dass hier so Bereiche sind, wo sie sich so 2 Zentimeter, 20 Zentimeter bewegt haben, teilweise 25 Zentimeter in diesen 2 Epochen, also pro 2 Jahre. Und das passt ganz gut mit dem Beispiel, mit dem Bild eben von dem Punktwolkenvergleich überein, auch wenn wir jetzt hier tatsächlich die Größenordnung viel besser abschätzen können. Also es gibt natürlich Methoden, die über das hinausgehen, was ich Ihnen in der Vorlesung vorgestellt habe, über die Möglichkeiten der Auswertung der Punktwolke. Eine Möglichkeit sind Methoden der Bildverarbeitung der Fotogrammetrie auf den Punktwolken, um zu gucken, wie verändert sich die Geometrie von gewissen Merkmalen, die ich detektiert habe. Aber das ist, wie gesagt, ein Beispiel, wo wir die flächenhafte Punktwolke auch sehr gut ausnutzen können, also die flächenhaften Eigenschaften der Punktwolke, um flächenhafte Veränderungen darzustellen. Eine sehr beliebte Anwendung von Laserscannern im Geobereich, also Monitoring oder 3D-Dokumentation und von Veränderungen von Vulkanen, von Rutschhängen, von irgendwelchen geologischen Prozessen sind sehr, sehr, sind Anwendungen, die sehr im Moment sehr im Fokus sind von verschiedenen Forschungsstellen, auch sehr, sehr viel außerhalb der Geodäsie, wo also Geologen oder andere Personen Laserscanner nutzen, um diese Geoveränderungen darzustellen. Okay, hiermit komme ich auch schon zum Abschluss der Vorlesung. Ich habe jetzt kein extra Fazit, weil sich das schon bei jeder einzelnen Anwendung rauskristallisiert hat. Also basierend auf dieser Vorlesung habe ich Ihnen zwei Lernziele als Fragen formuliert, die Sie nun imstande sein sollten zu beantworten. Warum ist das Anwendungsspektrum terrestrischer Laserscanner sehr breit? Und auf welche Arten und mit welchen Methoden können Sie Laserscanning-Projekte planen, realisieren und auswerten?